Five Nights at Freddy's 2, 420 Mode. Der Modus war im ersten Teil schon Bullshit, wieso mache ich den jetzt im zweiten Teil? Weil er einfacher ist. Das Schöne am FNAF 2 420 Mode ist, man hat ja nur die alten Animatronics. Kein Baby, kein Mangle, kein Golden Freddy. Was mich eigentlich wundert, weil Golden Freddy ist doch im 420 Mode auch auftaucht im ersten Teil. Wenn ich mich noch richtig daran erinnern kann, probier mal aus. So. Im Endeffekt, immer nur leuchten, Musikbox, Maske, leuchten. Das ist alles. Also, deutlich, ja, leichter will ich jetzt nicht sagen. Ja, okay, es ist schon ein bisschen leichter. Bonnie. Oder Chica. Okay, Freddy. Der ist ja nicht immer auftaucht, links oder rechts. Ja, okay, da kommt er nicht aus dem Lüftungsschacht. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Bonnie. Das Problem ist eigentlich eher, ja, dass Foxy auch dann angreifen kann. Ja, wenn man nicht auf genug leuchtet. Nicht schwer. Nö, gar nicht. Am besten immer so 5-mal leuchten. Würde ich empfehlen. Das war zu wenig. Weil wenn du nicht leuchtest, ja, dann passiert, dass er dich angreift. Okay, kein Foxy. Aber Chica. Foxy kommt wieder. Oder Barney. Das hat mir jetzt nicht genug Zeit verschafft. Okay. Vielleicht 5, 6, 7, 8 Mal. So oft, wie es halt irgendwie möglich ist. In Videos habe ich immer gesehen, so, ja, 3 Mal. Aber nee, ich mache schon 4, 5, 6 Mal. 1 Uhr. Hi, Chica. Okay, nur Barney. Nur Foxy. Yep. Ja, so 5 Mal sollte eigentlich ausreichen, um ihn da hinten zu lassen. Dass er nicht herkommt. 2 Uhr. Ja, nach einem kleinen Fail läuft es eigentlich doch ein bisschen besser. Weil du musst jedes Mal, wenn du die Maske wegtust, leuchten. Jedes Mal. Jedes einzelne Mal. Machst du es einmal nicht oder leuchtest du nur einmal an, bist tot. Tot. Nee. Das war sehr pures Glück. Ja, weil, wie gesagt, wenn du nur einmal anleuchtest, verschafft dir nicht genug Zeit. 4-mal dürfte auch reichen. Hi, Freddy. Aber, nee, lieber 5. 5 ist besser. Ja, das waren jetzt mehr als 5-mal. Na, no, wurscht. Das war jetzt aber, glaube ich, zu viel Zeit lassen. Nee, passt. 3 Uhr. Es ist nicht so schwer, der Modus. Problem ist halt Foxy. Foxy ist das einzige Problem mit dem Kack-Modus. Der Rest geht eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Das waren mehr als 5. Ich sag ja, die alten Animatronics sind jetzt nicht das Problem. Okay, das war fuck. Zu lang braucht. Okay. Das war echt pures Glück gerade. Weil ich hätte es gesagt, nee. Ich habe es zu lange gebraucht für die Maske. Aber die sind gnädig mit mir. 4 Uhr. Puh. Zum Glück kannst du die Maske erst absetzen, wenn der Animatronic weg ist. Shit. Beinahe Fehler gemacht. Wie schwer ist eigentlich der 420 Mode wirklich im ersten Teil? Ich weiß, ich habe ihn glaube ich nur ein oder zweimal ausprobiert. Ich weiß, dass der Markiplier ewig lang braucht hat für den 420 Mode. War das eine Stunde, 10 Stunden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lange. Beim zweiten hat er auch eine Weile braucht. Und mal andere Frage, wie schwer ist eigentlich der Aggressive Mode im dritten Teil? Haben nie ausprobiert. Immer die Animatronics, die einen töten wollen, weißt? Kommt gleich wieder einer? Ja, Barney. 5 Uhr. Okay, das müsste ausreichen mit der Batterie. Müsste. Sollte. Darf. Ruhig. Irgendwie. Du musst nicht einen Fehler machen. Machst du nur einen Fehler? Das war's. Okay. Ich hab's fast geschafft. Fast geschafft. Es dürfte mal lang dauern. Vielleicht noch maximal eine Minute. Dann haben wir's geschafft. Jetzt komm.
6 Uhr. 6 Uhr. Okay. Das war nicht schlecht. 2 Versuche für den V20-Mode. Bin jetzt irgendwie schon ein bisschen beeindruckt. Aber er ist deutlich leichter als in FNAF 1. Gut, dann sag ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da, Daumen hoch, teilt es mit Freunden, Bekannten. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.